Sie bewegten sich wie ein Tiger im Käfig. Ruhelos eilten die kleinen dreifach gekuppelten Tenderlokomotiven der Baureihe E33 beim Rangieren hin und her. Das brachte ihnen den Beinamen Tigerli ein. Als 2007 die E33 Nummer 5 der Sursee-Tringenbahn 100 Jahre alt wurde, lud der Dampfbahnverein Surental weitere 5 Lokomotiven zu einem großen Tigerli-Festival ein. Unser Film zeigt Aufnahmen von dieser Veranstaltung am 22. und 23. September 2007 und vom Einsatz der frisch revidierten E33 8522 im darauffolgenden Jahr. Die Sursee-Tringenbahn nahm am 23. November 1912 den Betrieb auf. Bereits 40 Jahre zuvor hatte man sich um eine Konzession bemüht. Aber der Bahnbau scheiterte zunächst, da sich die Kantone Aargau und Luzern nicht über Spurweite und Finanzierung der geplanten Strecke von Sursee nach Sur einigen konnten. Im Aargau eröffnete man schließlich 1901 die meterspurige Strecke von Aarau nach Schöftland. Die Sursee-Tringenbahn wurde schließlich normalspurig gebaut. Die 9 Kilometer lange Strecke ist heute die einzige nicht elektrifizierte Vollbahn der Schweiz. Pläne zur schmalspurigen Verlängerung von Schöftland nach Sursee wurden in den 50er Jahren nicht verwirklicht. 1971 wurde der Personenverkehr auf die Straße verlegt. 2000 übernahm die SBB Cargo den Güterverkehr mit der von der ST angemieteten EM22. Lok 1 der ST rangierte die Wagen der blauen und der roten Zugkomposition der ST in den Bahnhof von Tringen. Direkt an der Strecke liegt der Flugplatz Tringen, wo man zwischen den Zügen viele interessante Flugzeuge bei Start und Landung beobachten konnte.
Mit der Lok 2 der ÖBB an der Spitze der Dreifachtraktion, gefolgt von der ED33 der Dampfbahn Bern und der 100-jährigen Lok 5 der ST, wird das Industriegebiet von Büron mit seinen Gleisanschlüssen durchfahren. Im Bahnhof Büron Bad Knutwil kreuzten sich 2008 die Züge der roten und der blauen Komposition. Während zur Großveranstaltung 2007 lange Züge und oft in Mehrfachtraktion gefahren wurde, sind am normalen Fahrtag die beiden ST-Loks mit den zwei Wagen der blauen und den drei der roten Komposition unterwegs. Werklok 6 der Papierfabrik Perlen zeigt, dass die Tigerli auch solo mit den längeren Zügen keine Probleme haben. Auch ein Jahr nach ihrem Jubiläum zog die bei SLM gebaute Lok 5 wieder die beiden blauen Reisezugwagen. Bis 2001 erhielt das Lagerhaus der Handelskette Otto auf der Surseer Wassermatte einen Gleisanschluss. Pro Werktag werden hier bis zu 4 Wagenladungen umgeschlagen. Nach einem kurzen Halt wurde die Einfahrt zum Bahnhof Sursee freigegeben. Thank you.
Im Vorfeld des Bahnhofes, parallel zu den Streckengleisen der SBB, konnten die Lokomotiven umgesetzt werden. Zwei agile 100-Jährige werden hier in Sursee für die Rückfahrt umgesetzt. Vor der Lok 5 der ST läuft Lok 10 des Dampfbahnvereins Zürcher Oberland. Auch sie hat einen typischen Tigerli-Lebenslauf. 1907 wurde sie von SLM für die SBB gebaut. 1962 kam sie als Werklok 10 zur Chemiefabrik Uetikon. Zum 100. Jubiläum der Uetikon-Bauma-Bahn kam die E33 schließlich zum DVZO. Thank you.
Im September 2008 war Lok 8522 der ST nach der Kesselrevision wieder mit den roten Wagen unterwegs. Die 1913 bei SLM gebaute Lok kam 1964 zur Sursee-Triengenbahn. Nach der RE 460 kam die SBB mit ihrem historischen Triebwagen CZM 12 Nummer 31 nach Sursee. 1902 für die Uricon-Bauma-Bahn gebaut, wird er heute von der Dampfgruppe Zürich, der SBB Historic, betreut. Auf der Rückfahrt trifft der Triebwagen im Bahnhof Büron Bad Knutwil auf den Güterzug mit der E33 Nummer 6. Thank you.
Ein weiterer Höhepunkt der Jubiläumsfeiern waren die Fotogüterzüge. Lok Nummer 6 der Papierfabrik Perlen ist mit ihrem Güterzug auf der Rückfahrt nach Tringen. An der Ausfahrt von Sursee muss die 1909 von der SLM für die SBB gebaute E33 jedoch zunächst den ankommenden langen Personenzug abwarten.
Lok 2 von der Oensingen-Balztalbahn war mit Baujahr 1899 die älteste Teilnehmerin am Tigerli-Festival. Die typische Nebenbahnlok von der SLM ist eigentlich ein Vorläufer der Tigerli. Von 1943 bis 1967 bei der von Roll als Werklok kehrte sie zur ÖBB zurück und wurde zum Jubiläum 1999 wieder in Betrieb genommen. Hier verstärkt sie einen Güterzug, dessen nachschiebende ED33 Nummer 3 der Dampfbahn Bern im zweiten Teil des Films beschrieben wird. 1904 eröffnete die Sensetalbahn AG ihre 11,5 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von Flamatt über Laupen nach Gümmenen. Seit 1993 fuhr man nur noch zwischen Flamatt und Laupen. 2001 übernahmen die Schweizerischen Bundesbahnen und die Post die Aktien der Bahn. Ab 2001 fuhren Züge der SBB auf den verbliebenen 6,8 Kilometern. Mit der Einführung der S-Bahn Bern übernahm die heutige BLS AG ab Dezember 2004 den Einsatz der Fahrzeuge. Wie bei vielen Kleinbahnen kamen anfangs auch auf der Sensetalbahn kleine Tenderloks zum Einsatz.
Damit waren die landschaftlich reizvolle Strecke durch das Tal der Sense und das kleine Depot in Laupen ein geeigneter Ort für die ersten Aktivitäten des 1970 gegründeten Vereins Dampfbahn Bern. Über viele Jahre hat man hier sehr erfolgreich historische Dampflokomotiven restauriert. Regelmäßig konnte man die einstigen Zugpferde des technischen Fortschritts in voller Aktion erleben. Nun hatte der Besitzer des Depots in Laupen den Mietvertrag zum Jahresende 2008 gekündigt. Am 29. November 2008 wurden letztmalig zwei Dampfloks angeheizt. 1890 beschaffte die Jura-Simplon-Bahn bei SLM 4E33. Die Lokomotiven 853 und 855 sind bis heute erhalten geblieben. Betriebsfähig ist nur Lok Nummer 853, die hier auf die Überführung vorbereitet wird. Nach Einsätzen bei der SBB und der RTV gelangte sie 1928 zu den von Rollschen Eisenwerken. Dort fuhr sie bis Anfang der 70er Jahre. 1973 wurde sie an den Verein Dampfbahn Bern verschenkt. 1978 konnte man mit der Revision der Lok beginnen und sie 1983 unter der alten JS-Nummer 853 wieder in Betrieb setzen. Die 1901 von der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik gebaute ED33 Nummer 3 war bereits im ersten Teil des Films zu sehen. Als eine von vier baugleichen Streckenlokomotiven der GTB entsprach sie weitestgehend den dreifach gekuppelten Tigerli-Rangierloks der Zentralbahn. So verwundert es auch nicht, dass sie bei den späteren Besitzern, der Thunerseebahn, der BLS und den Zellulosewerken Attisholz, hauptsächlich im Rangierdienst eingesetzt wurde. Anfang der 70er Jahre außer Dienst gestellt, machte ein irreparabler Kesselschaden die Hoffnung auf eine Restaurierung durch eine Gruppe von Dampflokfreunden schnell zunichte. Erst zur 75-Jahr-Feier der BLS erhielt sie einen neuen Kessel von der SLM in Winterthur. Zum Jubiläum 1988 zog sie erstmals wieder die Blicke der Besucher auf sich. Aber schon 7 Jahre später musste man von den Spezialisten im thüringischen Dampflokwerk Meiningen die Feuerbüchse erneuern lassen. Danach kam sie als Leihgabe der BLS von Spiez nach Laupen zur Dampfbahn Bern. Zunächst sollte die ursprünglich von der Gürbetalbahn beschaffte Lok Nummer 3 einen letzten Zug mit Fahrgästen nach Flamatt und zurück befördern.
den neuen Eck treffen wir zunächst die Baureihe RABE 525 der BLS, die Niederflurnahverkehrspendelzüge, kurz NINA. NINA 18 ist mit einem zusätzlichen Zwischenwagen auf der Berner S1 unterwegs, während NINA 30 als Dreiwagenzug verkehrt. Der Dieseltraktor TM75 stellte aus den verbliebenen Waggons den Zug für die Überführung nach Burgdorf zusammen. 1953 bei Stadler gebaut, rangierte er bei verschiedenen Firmen. 1988 übernahm ihn die BLS von der Pulverfabrik Wimmis und verkaufte ihn 2000 an die Dampfbahn Bern in Laupen. Symbolisch rollten die JS853 und die GTB3 ein letztes Mal aus dem Lokschuppen und fuhren vor den Zug. Dann halten noch einmal die Abdampfschläge durch das Sensetal und der Zug mit dem eingestellten TM75 verließ am 29.11.2008
den langjährigen Standort der Dampfbahn Bern in Laupen.